Ja, nochmal ganz kurz dieses Video, weil ich finde es einfach ein sehr gutes Beispiel heute. Also die Börse ist ja gut abgetaucht heute. Also das ganze Depot ist rot, möchte man meinen, aber es gibt zwei Ausnahmen. Und zwar zum einen die Johnson & Johnson, die hat heute sogar ein Plus gemacht von 0,61%. Trotz Virus, trotz China, trotz was weiß ich alles, das hat ihn nicht interessiert. Und meine Procter & Gamble hier von 0,66% im Plus. Ja. Und das ist dann wieder eindeutige Indikatoren, dass es doch zwei mehr oder weniger antizyklische Aktien sind und die man sogar dann kaufen kann oder ja, getrost im Portfolio halten kann, wenn es in allen anderen Ecken und Enden richtig turbulent zugeht. Ja. Und das wollte ich einfach noch mal ganz kurz gesagt haben mit diesem wirklich, diesmal wirklich kurzen Video von einer Minute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.